Reclaim, Reshape, Rebuild. Dieses Mantra haben sich 4 Männer zu eigen gemacht, um nicht nur ihre Karriere, sondern ihr ganzes Leben zu bestimmen. Und die Samen dessen wurden genau hier vor einem Jahr gesät. Als Robert Dreisger seine allererste Niederlage in der Käfigschlacht erlitt. Aber wie bei jedem Samen, der gepflanzt wird, auch wenn sich die Wurzeln schon noch so tief eingegraben haben, ist es unmöglich zu wissen, dass er dort liegt, bis er zu sprießen beginnt. Und diese Sprossen traten erstmals beim 16 Karat Gold zutage. Seitdem hat der gestörte Dreisger Lawrence Roman und die Arrows of Hungary für seine Sache gewonnen. Als Einheit waren sie nahezu unaufhaltsam und haben jedem, der es wagte, sich ihnen in den Weg zu stellen, ihren Willen aufgezwungen. Aber 3 Männer waren nicht bereit, sich der Amboss-Schreckensherrschaft zu beugen. Peter Tihani, das junge ungarische Ausnahmetalent, ein Wrestler, der die Arrows of Hungary bewunderte und von ihnen trainiert wurde. Und The French Adors, Sansa Volto und Aigle Blanc, die amtierenden WXW World Tag Team Champions, die Amboss im Finale des World Tag Team Festivals 2022 besiegten und sich die Titel sicherten. Doch auch wenn diese Männer Schlachten gegen dieses brutale Regime gewonnen haben, konnten sie dessen Momentum nicht aufhalten und der Krieg ging weiter. Unbeirrt stellen sich diese 3 Männer weiterhin dem Terror und fordern sie nun heraus, um diese erbitterte Rivalität ein für allemal zu beenden, in der unerbittlichsten Struktur der WXW-Geschichte. Käfigschlacht! Können Tihani und die French Adors in dem gefährlichsten Match der WXW das Gleichgewicht der Kräfte zurückgewinnen? Werden sie den Zorn von Amboss endlich zur Ruhe bringen und die Zukunft der WXW umgestalten? Oder werden sie nicht mehr in der Lage sein, sich wieder aufzubauen, wenn sie die Früchte dieses giftigen Baumes verzehrt haben?